Ein Kuss geht um die Welt und alle rasten aus. Wir gucken uns an, war das jetzt übergriffig oder nicht? Was ist passiert? Nach dem 1-0-Sieg von Spaniens Fußballfrauen gegen England spricht die Welt auch über diese sehr spezielle Szene, kurz nach dem Triumph. Während seiner Gratulation nimmt der spanische Verbandschef Luis Rubiales plötzlich den Kopf von Spielerin Jennifer Hermoso in seine Hände und drückt ihr einen Kuss auf die Lippen. War das übergriffig oder nicht? Diese Frage sorgt seit Sonntagabend für viel Gesprächsstoff. Nicht nur bei den Spielerinnen, beim Verband und den Fans, sondern auch international und sogar auf politischer Ebene. Wir gucken uns die Szene auch gleich noch im Video an, dann kann man es ein bisschen besser beurteilen und mich würde dann auch eure Meinung interessieren. Die anscheinend direkte Reaktion von der Spielerin war die folgende hier. Mir hat es nicht gefallen. Da lacht sie, da haben sie aber vielleicht auch geschnitten und man sieht sie nicht, wie sie sagt, das hat mir nicht gefallen, wenn das denn richtig übersetzt worden ist. In einer Aussendung des spanischen Verbandes weist Hermoso später jegliche Kritik am Verhalten ihres Präsidenten zurück. Genau, da sagt sie jetzt, es wäre nichts gewesen, es wäre nichts Schlimmes gewesen. Vorher hat sie gelacht. Es war eine ganz spontane gegenseitige Geste aufgrund der großen Freude über den Gewinn einer Weltmeisterschaft. Gegenseitige Geste. Dieser Geste der Freundschaft und der Dankbarkeit sollte man nicht zu viel Aufmerksamkeit schenken. Das war das Statement anscheinend danach und jetzt ist sie wohl aber doch stinkig und ist am Klagen, so wie ich es verstanden habe. Vielleicht war das Statement auch hier vom Verband erzwungen, nach dem Motto hier, jetzt gieß nicht noch Öl ins Feuer. Vielleicht ist auch das, falls sie jetzt klagen sollte und anprangert danach, vielleicht ist das auch vom aktuellen Mainstream beeinflusst, ja, dass sie unter Druck gesetzt wurde. Ja, du musst dich ja jetzt gegen diese Übergriffigkeit wehren. Bin ich nicht sicher, kann meines Erachtens alles sein, würde mich gar nichts von überraschen. Und seine erste Reaktion war, dass er Leute, die sich drüber aufgeregt haben, wohl als wortwörtlich Idioten bezeichnet hat und dann aber danach ein Statement rausgehauen, ja, er entschuldigt sich dafür. Da bleibt natürlich auch wieder die Frage, was davon ist jetzt ehrlich gemeint, was ist PR und vom Verband gefordert und so weiter und so fort. Und jetzt gucken wir uns die Szene noch an, weil es dann auch an anderer Stelle, ich glaube auch aus dem spanischen Verband von der Gleichstellungsbeauftragten und so weiter, hieß, es ist eine Form der Gewalt, die wir Frauen täglich erleiden und die bisher unsichtbar war und die wir nicht normalisieren dürfen. Und jetzt kommt die Szene. Wie der Verbandspräsident den Kopf der Spielerin Jenny Hermoso festhält und sie auf den Mund küsst. Ja, das war die Aktion. Mal gucken, was er sagt. Es war doch völlig natürlich, fertig. Nein, er ist der Präsident. Ich fand es völlig daneben, total daneben. Also wie finde ich das denn? Ich würde es so nicht machen, ich würde es auch keinem so raten. Ich habe mir gedacht, wie kann man so dämlich sein, gerade in der heutigen Zeit. Aber vielleicht war es auch nur so ein spontanes Ding. Vielleicht haben sie auch eigentlich ein super gutes Verhältnis und ihr war es auch wirklich nur halb wurscht und so weiter. Man weiß ja jetzt nicht genau, welches Statement stimmt da jetzt und welches ist dann vom Verband gefälscht und erzwungen und was weiß ich was. Ich fand's übergriffig, ja, aber wie meistens auch nur halb so wild. Wenn das jetzt rumgedreht wäre, wenn sie das mit ihm gemacht hätte, wäre das jetzt stunning und brave und wonderful und independent und so weiter und so fort. Da muss man aber auch bedenken, er ist ja der Präsident und sie ist seine Angestellte mehr oder weniger. Gewisses Machtverhältnis, wie die Hardcore-Feministen da immer sagen, ist da durchaus gegeben. Ja, das schon. Also ich hätte es so nicht gemacht. Ich finde es durchaus auch ein bisschen übergriffig. Vielleicht will sie das ja gar nicht. Will sie da von irgendwem geküsst werden? Vielleicht hat sie gar keinen Bock. Das ist dann für immer und ewig in der Öffentlichkeit auch. Das hängt dann halt von ihr ab, was sie dazu sagt. Ob sie dann wirklich sagt, ja komm, war doch scheißegal. Oder ob sie sagt, nein, das wollte ich auf keinen Fall. Das geht überhaupt nicht. Das ist total übergriffig. Ja, ich kann beide Varianten verstehen. Wie gesagt, ich kann es auch keinem so empfehlen. Kann es nicht einfach irgendwelche Frauen und irgendwelche Leute einfach so küssen, wenn die das vielleicht gar nicht wollen. Aber es kommt ja jetzt nun auch zusätzlich ein bisschen auf ihn an. Ist er jetzt generell ein schlimmer Finger oder ist er total in Ordnung und war das nur so im Überschwang im Siegestaumel und ich weiß nicht, wie das in Spanien ist, ist man da ein bisschen so, dass man sich schon mal eher küsst. Vielleicht ist es auch einfach nur Pillepalle. Natürlich wird es immer hardcore übertrieben, die ganze Welt rastet aus und alle Männer sind jetzt direkt wieder so. Das ist dann natürlich ein gefundenes Fressen für die ganzen Hardcore-Radikal-Feministen. Und auf der anderen Seite wird es aber dann auch
natürlich schnell übertrieben, dass es dann schnell auch mal heißt, was, man wird ja wohl heutzutage einfach auch mal noch eine Frau einfach so küssen dürfen. Und ich sage, nein, du kannst natürlich nicht einfach irgendeine Frau küssen. Natürlich, wenn die das nicht wollte, war das jetzt übergriffig. Wenn die da Bock drauf hat und sagt, ist scheißegal, dann ist das Pillepall und kein Problem. Aber wenn die wirklich da keinen Bock drauf hatte und so ein Video nicht von sich in der Öffentlichkeit finden will, je nachdem, ob beide auch noch vergeben sind und so weiter und so fort, ist vielleicht auch noch ein Element. Also das war schon übergriffig, aber ist er jetzt Hitler? Kommt ein bisschen drauf an, wie er halt sonst ist. Ob es ein schlimmer Finger ist oder ob er total in Ordnung ist. Und das war jetzt wirklich nur so ein Pillepalle-Moment. Also übergriffig, ja, würde ich schon sagen. Ungeschickt auf jeden Fall. Als großen Gewaltakt habe ich es jetzt nicht wahrgenommen und sie ja offensichtlich auch nicht, wenn sie danach gelacht hat in dem Interview. Und wenn ihr mal gut lachen wollt, dann zieht euch gerne das Video rein. Kommt jetzt auch im Abspann. Thank you for the suggestion. It was a good one.